Ja, von ja. Neurussland. Bla bla, komm schon. Da? Gib mir die Truppen und lass mir meine Ruhe. Für das Vaterland. Genosse, für das so, Volk. Sind es diesmal auch wirklich alle. Sieht doch gut da? Aus. Für das Vaterland. So, wir wollen uns mal an diesem Krankenhaus ausstellen oder um dieses Krankenhaus rum. Diese Zwischensequenz überspringen wir dieses Mal. Klicken das mal weg, so, wir werden jetzt geheilt. So ist den Krieger schon wieder halb tot. Ach, wegen dem Herzschrittmacher, der stirbt da, glaube ich, ne? 98, ja, scheiße. Das heißt, das sollten wir mal zuerst machen, glaube ich. Wird nicht ganz einfach werden. Wird nicht ganz einfach werden. Für das Vaterland. Für das Volk. Da sollten wir, glaube ich, nicht rein. Irgendwie sagt mein Gefühl, dass ich da noch nicht rein sollte, so. Für das Volk. Ich muss mich jetzt am besten irgendwie vom Krankenhaus zu Krankenhaus angeln. Ich müsste jetzt natürlich wissen, wo ein Krankenhaus ist. Und welche Reichweite die so haben. Zieht euch mal ein Stück zurück. Ja, natürlich möglichst ungeordnet, damit es möglichst chaotisch wird. Habt schon recht. Das funktioniert momentan noch nicht so pralle. Verdammter Scheißdreck. Muss immer bitte sterben. Schießt der denn so hin? Zwei, das geht noch. Zwei geht. So, jetzt muss ich erstmal warten, bis die alle wieder geheilt sind. Also die Parer. Ich bekomme ja auch nicht so viele Truppen, ist das Problem. An der ich hab dich doch. Wieso ist der jetzt wieder. Ach! Ist das irgendwie so ein scheiß Nachzügler oder was ist das hier für ein Mist? Ich bin mir nicht sicher, ob der sterben kann, wenn man es nicht rechtzeitig erreicht. Ich sollte es vielleicht besser nicht ausprobieren. Genosse? Ach was. Hab doch gerade eben gespeichert, da geht das schon. Für das Vaterland. Also optionale Dinge geben halt immer gut Punkte, wissen wir ja. Und das wäre natürlich das schön. Genosse? Genosse? Er wird immer noch geheilt. Von irgendwas wird er geheilt, ich weiß aber nicht von was. Jetzt nicht mehr. Genosse? Nee, immer noch. Er heilt sich von alleine irgendwie. Hä? Genosse? Achso, dann sinkt er wieder auf 3215 und dann heilt er sich wieder von alleine. Na klar. Für das Volk. Das heißt, im Prinzip kann ich den ja vorschicken. Für das Vaterland. Ist das clever, denn jetzt einfach so da reinzulaufen? Ach, das soll schon schief gehen. Da sieht noch Panzer aus. Kommandeur, ich bin es. Grigor Stojanovic. Ich verlange, dass Sie Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Oh Gott. General Jukow hat uns zur Feier der Verkündung Ihres Nachfolgers freigegeben. Alle Arbeiter sind zu Hause. Wir erfuhren eben erst, dass er das Vaterland verraten hat. Mit dem wenigen Personal konnten wir aber noch eine Handvoll Panzer fertigstellen. Fertigstellen? Jemand bemannen, oder? Ich erwarte Befehle. Euer Befehl? Details, Details. Das ist doch eh kein Schwein, so. Jetzt dahin noch und hoffen, dass wir da noch mehr Verstärkung bekommen und uns dann langsam zu dem Krankenhaus da, hinarbeiten. Wo ist ein Grigor? Grigor, ich heile mich immer wieder auf 3250 Genosse? Wegen meinem Herzschrittmacher. Macht das schon. Genosse, für das ich heile mich immer wieder runter auf. Ach, ihr wisst, was ich meine, so. Für das Vaterland. Was soll schon schief gehen? Einmal rundrum und dann machen wir die Feste platt. Sir, jawohl, Sir. So, Krankenhäuser stehen ja genug in der Stadt rum, da kann man sich immer mal wieder hinstellen, da ist auch schon wieder ein Krankenhaus, ist ja sehr schön. Jawohl, Sir. Wir fahren mal vorsichtig dahin. Für das Vaterland. Kommandeur, ich bin es, Grigor Stojanovic. Ich verlange, dass Sie Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Ja. Tut mir leid, Vaterland. General. Leider sind meine Männer zu den Verrätern übergelaufen. Und was ist mit dir? Sir, jawohl, Sir. Achso, du hast einfach keinen Bock zu kämpfen. Ich sehe schon. Toll. Das heißt, ich bekomme da jetzt gar nichts. Ganz toll. Scheiß Verräter. So, kann ich hier runter oder muss ich da irgendwie rum? Ich müsste hier runterkommen irgendwie. Ja, der kann sich mal vorne hinstellen. Der macht da eh nicht so viel. Der hält ja irgendwie was aus. Oha. Leute, ein Molotow. Der hat. Hatte der den Molotow-Cocktail irgendwas damit zu tun? Mein Vater, mein Großvater hat ihn erfunden, den Molotow-Cocktail.
Gas bei uns jeden Morgen zu trinken, ihr wisst. Der hat richtig reingezündet, ha? So, ich fahr mal durch diese Wasserpfütze. Das sah vorhin auch noch anders aus. Und dieses leicht mechanische Sprechen erinnert mich so ein bisschen an CNC, die generell die zensierte Variante hat. Die richtig scheiße allerdings klang und überhaupt nicht gepasst hat. Das klang mehr so wie unter Wasser sprechen, während ihr das hier tatsächlich gut klingt. Ich meine nicht super gut und perfekt, aber wobei doch. Es ist irgendwie nicht immer, das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. So, hallo. Für das Vaterland. Sir, jawohl, Sir. Kommandeur, ich bin es, Rigor Stojanovic. Ich verlange, dass Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Es tut mir leid, General. Leider sind meine Männer zu den Verrätern übergelaufen. Dumme Scheiße, hier ist ja überall jeder übergelaufen. Was ist an diesem Kolosseum so toll? Genosse? Fahren wir mal hin. Ich sehe es, also fahre ich mal hin. Oh, schieß das Ding mal platt. Du hast Raketen, da geht das ganz schnell und Laser. Ist erstaunlich, wie ineffizient der Laser ist. Ist hier irgendwas oder sehe ich das einfach nur so aus Spaß, das Ding? So wie es aussieht, sehe ich das Ding einfach nur so aus Spaß. Okay. Für das Volk. Warum nicht? So, ja, zerstören Sie das Festung, bla bla bla. Ich will vorher natürlich alles besuchen, wegen weil viele Truppen und viel Bonus. Speichern und dann Eider weiter. Lalalala. Wir haben es gleich geschafft und das Ding erreicht. Sind da nochmal Gegner? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich würde es merken, wenn sie auf mich schießen. Dr. Septimus? Was führt Sie nach Moskau? Meine Gesundheit. Ich bin wohl aus denselben Gründen im Krankenhaus wie Sie. Wir haben die Jahre beide gut überdauert, aber unsere Zeit ist fast vorbei. Nein, die Wissenschaft wird Gregor retten. Und Sie auch, Doktor. Ach, der Optimismus der Jugend. Ich habe die letzten Jahre hart gearbeitet. Aber man kann Sterbliche nicht unsterblich machen. Andere müssen unser Erbe erhalten. Wie Sie, mein junger Freund. Oder mein Meisterstück hier. So gilt ich, mein Schöpfer. Gerade habe ich mein jüngstes mechanisches Kunstherz im Krankenhaus abgeliefert. Es ist viel besser als der momentane Schrittmacher, Gregor. Es kann zwar nicht Ihr Leben retten, Ihnen aber die verbleibende Zeit erleichtern. Ah, mit Septimus-Gerät fühle ich mich besser als seit Jahren. Sollten Sie sich nicht noch einige Zeit schonen? Ja, Leutnant. Aber ich habe keine Zeit. Die Verräter dürfen die wenige Macht, die sie erobert haben, keinesfalls konsolidieren. Das Volk soll auf keinen Fall denken, ich sei schwach. Die Verräter soll der verdiente Tod heilen. So, Bonuspunkte. Genosse, für das Vaterland. Will ich auch diesen Doktor bekommen? Nee. Mir war es, als ob. So, jetzt kann er, jetzt wird er auch hochgeheilt. Jetzt hat er wieder voll hier so. Vollgas gibt er jetzt. Und wenn wir schon gleich da sind, Kaserne. Da war ich schon, da war aber nichts Besonderes. Hallo, Kaserne. Wie, ich bekomme keine Bonuspunkte, was? Kommandeur, ich bin es, Gregor Stojanovic. Ich verlange, dass Sie Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Tut mir leid, General. Leider sind meine Männer zu den Verrätern übergelaufen. Toll. So. Voll, ja, der war jetzt am Krankenhaus. Genosse? Oder ja, das zählt jetzt schon. Da muss ich den doch irgendwie da reinschicken. Nee, kann ich ja gar nicht. Er war ja schon da drin. Egal, auf zur nächsten Kaserne. Langsam bräuchte ich mal wieder ein paar Truppen. So viel habe ich noch nicht bekommen bisher. Alle?
in Neurussland wirklich dienen, sollen unverzüglich vortreten. Tod allen, die Grigor und Neurussland verraten wollen. Toll, ich bekomme Infanterie. Für das Volk. Fährst du mal mit richtigen Einheiten, hm? Wie wär's denn mit ein paar Titanbomber? Dann wäre die Sache doch ganz schnell geregelt. Ich lege einfach ganz Moskau in Schutt und Asche, das passt schon. So nicht anders behebt man Probleme mit Verrätern, so. Garnison. Genosse, für immer das noch. Vaterland. So, sieht auch ganz gut aus. Das ist jetzt nicht so wirklich. Ah, wirklich anspruchsvoll ist das nicht, ne? Und ich werde geheilt, das ist natürlich noch viel schöner dann. Ah, da unten. Es sind so viele Krankenhäuser, ist der Wahnsinn. Gut, sammeln und weiter geht's. Habe ich dieses Mal auch keinen übersehen? Nein. Gut. Aber ich frage mich immer noch, wofür das Kolosseum. Achso, das sind die Denkmäler. Die sehe ich einfach so, weil es Denkmäler sind, vermutlich. Blumen! Können wir diese Blumen nicht mitnehmen? Wir haben doch noch Zeit. Wir können ein paar Blumen pflücken, oder? Für das Vaterland. Fahrt fliegt. Nee, Fahrt lauft. Holla. Für das Volk. Wenn hier noch jemand dem Vaterland treu ist, soll er ihm in der Stunde der Not dienen. Meine Männer und ich werden stets treu ergeben sein, für immer. Genosse? Oh, was ist denn das für ein Typ? Ein Schwarzhemd-Offizier. Schwarzhemden habe ich ja nie gebaut, weil ich die irgendwie scheiße fand. Ich setze lieber auf vernünftige, traditionelle Einheiten, wie Atombomber. Wir sind übrigens immer noch im digitalen Zeitalter, aber wir müssten danach, glaube ich, Alter, gehst du mal hier push? Globus hackt so ein bisschen bei dir, ha? Huh? Alter! Naja, taugt auch nichts. Anfänger. Gegen meine überlegene Überlegenheit haben sie doch gar keine Chance. Ich bin nämlich überlegen. Nicht wirklich, aber... Kommandeur, ich verlange, dass mir Ihre Truppen sofort überstellt werden. Jukov befahl die Stilllegung unserer Fabriken, ehe wir wussten, dass er ein Verräter war. Aber ein paar Einheiten können wir noch ausrüsten. Warum? Ich hasse das Spiel dafür. Ich muss es immer wieder hochschieben und ich weiß nicht mal warum. So, was haben wir denn da? Diesen Hyperion, den wir eben zerlegt haben, und Apoll. Wow, was kann der? Diffraktionsschild, Ionenpuls. Genosse? Mit anderen Worten nichts, was ich wahrscheinlich groß benutzen werde in dem Spiel. Oh Moment, da ist noch eine Kaserne. Die hätte ich jetzt fast übersehen, geht ja gar nicht. Das geht ja nicht, dass ich hier Einheiten nicht bekomme und übersehe und so. Das Problem ist natürlich, das Ding ist schneller als meine anderen Einheiten. Naja gut, es kann über alles drüber fliegen, das ist wohl der Hauptgrund. Verlange, dass mir Ihre Truppen sofort überstellt werden. Meine Männer und ich halten zu Neurusslands wahren Herrschern. Shen? Genosse? Diese Mehrzahl gefällt mir nicht. Es gibt nur einen und das bin ich. Ich ganz allein. Wir werden angegriffen. Ja, doch, das macht schon gut Eindruck, was ich inzwischen habe. Also so ein bisschen. Also gegen eine richtige Armee hätte das natürlich keine Chance, aber... Hier gibt's keine richtige Armee. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Da, Genosse. So, hier haben wir eine Umzäunung, weil... Warum ist das hier umzäunt? Damit ich da nicht so leicht rankomme. Das ist vermutlich der einzige Grund, warum da der Zaun ist. Damit ich hier möglichst aus der einen Richtung... Noch bin ich euer Leibwächter, Meister. Ich lasse euch in Zeiten der Gefahren nicht allein. Das ist ja auch gar nicht. Kommst noch den Trichter. Weil ich mich zwar entfernt habe oder was? Keine Ahnung. Ach so, der repariert hier praktisch. Ah, ja gut, dann baue ich die doch. Ach so, das ist praktisch Arzt in modern. Das erkennt man natürlich nicht sofort, weil das Ding nicht mehr Arzt heißt. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. So, was haben wir da noch? Panzerabwehrgeschütz. Wow, ich dachte, ich würde Artillerie bekommen. Wenn hier noch jemand dem Vaterland treu ist, soll er ihm in der Stunde der Not dienen? Jukov ließ unsere Munitionsvorräte umleiten, aber wir haben noch genug für ein paar Einheiten. Nur zu,
Naja. Nicht die Artillerie wäre mir natürlich lieber gewesen. Wir haben was? Jede Garnison der Stadt besucht. Teilen wir den Verrätern eine Lehre. Ich hoffe, diese treuen Anhänger sind genug. Ach, das ist doch gelogen, wir waren da noch nicht. Aber was? Wir waren hier noch nicht, du lügst. Oh, diese alten senilen Säcke, verstehst du? 36, hey. Kommandeur, ich bin es, Gregor Stojanovic. Ich verlange, dass da bekomme ich jetzt bestimmt keine Truppen mehr. Befehl unterstellen. Tut mir leid, ja. General. Leider sind meine Männer zu den Verrätern übergelaufen. Naja, was auch immer. Diese Ausreden alle erschießen lassen. So, wir wollen, was wollen wir denn noch anbauen? Flugzeugbomber. Flugzeit wäre natürlich nicht verkehrt. Geschwindigkeit natürlich auch nicht. Wir nehmen mal hier die Flugzeit und hier die Feuerrate. Und natürlich den Gebietsschaden. So, die Cyborgs machen wir dann später. So, befreundet, feindselig, feindselig, toll. Moment mal, die ganze Stadt ist feindselig. Ne, die ist befreundet, okay. Die ganze Stadt ist mit mir befreundet, ich sehe das Problem nicht. So, lass mal die hier mal aufmarschieren. Und hier steht schon mal keine Verteidigung, okay. Das schreit gar nicht so nach. Jetzt wird's scheiße. Das ist natürlich das super Tor-Laser. Ein Lasertor. Kenne ich aber anders, so Mauerlaser. Aber hier ist ein Krankenhaus, das ist schon mal gut. Ich greife also schon mal aus der völlig richtigen Richtung an. Wobei hier oben ist auch ein Krankenhaus. Lauf mal ein bisschen näher ran, damit ich da schon mal sehe, wo ich hinschieße. Was da so kommt eventuell, aber ich sehe hier nichts, okay. Ist ein bisschen laut und apropos laut. Spieleinstellungen, Audio. Ne, hat er gespeichert dieses eine Mal ausnahmsweise. Jetzt ist es wahrscheinlich zu laut oder keine Ahnung. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum das hier angezeigt wird. Weil es denkt man das hin. Hör ich ab. Der Verräter läuft gleich wieder weg. Den feigen Mist und an. So, sammelt euch mal vor der Tür, die wir dir gleich schreiten werden in das uns zustehende Gebiet. So, wir ratieren erstmal so ein bisschen Sachen aus. Oha. Oha. Vernichtungskrieg. Vernichtet alles. Zum Glück haben wir hier keine Laserpanzer, weil... Ja, ich habe keine Ahnung, warum nicht. Das ist eine gute Frage, warum nicht? Ah, der hat wie ein Laserturm stehen, sehe ich jetzt erst. Ja, den konnte ich mich später noch kümmern, denke ich mal. So. Schießt mal alles irgendwie nieder. So, Festung haben wir hier. Hier haben wir den mit Truppen. Was will Truppen niederschießen? Truppen zuerst. Die Türme können wir ja nicht hinterherlaufen. Ach, das ist, was ich meine, irgendwie. Ich vermute mal, die sind in der Festung drin, aber ich zerstöre erstmal die Türme. Oder doch erst die Infanterie. Erst die Infanterie. Ich kann mir einfach nicht entscheiden, was ich alles zuerst vernichten will. Ich will alles zuerst vernichten, bitte. Das muss ich jetzt so drücken. So, jetzt das hier noch und dann Tor von London, was? Du bist hier in der völlig falschen Stadt, Junge. Völlig falsche Stadt. War hier nicht noch ein Turm? Da oben war noch ein Turm. Tower von London. Ja, der gehört natürlich nach Russland, Moskau, kennt doch jeder. So, kann hier nochmal Einheiten brach produziert werden. Fliegt mal hier rüber und ich habe mein Liberian schon verloren, von daher ist er eh nutzlos. Ich vermute einfach mal, ich muss die Festung zerstören. So habe ich die Stadt aber nicht zurückgelassen. Das wüsste ich jetzt aber noch. Jetzt zerstören wir mal die Festung. Wir werden angegriffen.
Achso, die kamen da gerade raus, alles klar. Wie bitte? 9000, ich glaube es hackt. Admiral Kulenka. Ja, Europe, irgendwann ist schon tot. Marshall Palutkin. Komische Namen wir von Easy Mission, okay. Das war dann auch eine der harmlosen Missionen, aber die werden noch schlimmer. Vor allem die letzten beiden werden mich richtig schön in den Arsch. Alle, die euch verraten wollten, sind tot, mein Meister. Ja, aber... General, alles in Ordnung? Nein, mein treuer junger Leutnant. Das Alter und die Anstrengung, den Verrätern fertig zu werden, waren trotz des medizinischen Geräts zu viel. Denken Sie daran, Neurussland über alles. Der Traum soll